Alex 2 kommt schon überraschend bald, und zwar am 1. März. Das heißt, es dürfte jetzt schon sehr viel bei dem Spiel feststehen und wir können die Entwickler sehr viel dazu fragen. Und genau diese Gelegenheit will ich heute nutzen. Ich habe Björn und Jenny Pankratz von Piranha Bytes zu Gast, um sie mit Fragen zu löchern. Hallo ihr beiden. Hallo. Hallo. Schönen guten Tag. Fangen wir mal mit den ganz simplen Grundlagen an für Leute, die Alex 1 noch nicht gespielt haben. Könnt ihr mal kurz erklären, was Alex 2 für ein Spiel wird? Also wir sind ja im Grunde genommen dafür bekannt, dass wir große Open-World-Rollenspiele machen. Und Alex ist auch so ein Spiel. Also ein großes Open-World-Singleplayer-Science-Fantasy-Rollenspiel. Und Alex 2 ist ein direktes Sequel dazu sozusagen. Also es sind einfach ein paar Jahre vergangen und wir erleben quasi ein neues Abenteuer mit demselben Helden. Und Science Fantasy deswegen, weil es sich um eine Spielewelt handelt, in der es gab einen Planeten, Magalan heißt der, dass irgendwann ein Meteorit runtergekommen hat, alles Mögliche zerstört und der brachte eine Substanz mit sich, die nennt sich Alex. Und darum geht es, also im Grunde genommen in Teil 1 und natürlich auch ein Stück weit um Teil 2, in Teil 2. Das ist immer so, ich bin immer so am Schwanken, ob ich jetzt irgendwie spoilern soll oder nicht. Und diese Substanz hat magische Fähigkeiten, man kann die benutzen und jeder will das haben. Und das beeinflusst sehr stark die unterschiedlichen Fraktionen im Spiel, die man auch hier im Gameplay zum Beispiel gerade sehen kann. Und natürlich auch den Pfad des Helden, den man da verfolgen kann. Ich werde dich im Auge behalten, Freundchen. Ich habe gar nicht so viel hinzuzufügen. Also es ist halt ein typisches Piranha-Bytes-Spiel, was ihr von uns gewohnt seid. Und seit wir das Hybrid-Setting Science-Fantasy-Universum betreten haben, sind ja auch sehr viele Sachen möglich, sehr viele unterschiedlichen Fraktionen. Was ihr von uns gewohnt seid, ist, dass man sich während des Spiels auch einer Gilde anschließen kann oder einer Fraktion. Ja, und dass man halt unterschiedliche, Waffengattungen sich aussuchen kann, auch Intentionen der unterschiedlichen Fraktionen, dann die Learning by Doing, alles, was man sieht, kann man erreichen. Jeder NPC kann potenziell der Erste sein, mit dem man Dialog führt. Diese ganzen Sachen, die sind auf jeden Fall alle mit drin und noch vieles mehr, richtig. Das ist Alex 2. Ja, dann reden wir doch direkt mal über die Fraktionen. Welche bringt ihr zurück und welche sind neu? Also welche wir zurückbringen, sind auf jeden Fall die Kleriker, die Outlaws und die Berserker. Obwohl man dazu sagen muss, dass die Berserker auch schon etwas zusammengesammelt waren oder sind. Ne? Und zwar haben die jetzt Tavar besetzt. Das ist das Land, wo vorher die Outlaws waren. Und haben sich mit einem Teil von denen zusammengetan. Das heißt, es sind immer noch die Berserker, aber so kriegen Einfluss noch so von den ganzen Arschgeigen, von den Verbrechern, also so den Outlaws. Und die neu sind, Alps haben wir auch drin. Das heißt, das Neue bei den Alps ist, man kann sich dieser Fraktion tatsächlich anschließen und die haben halt ihren Elex-Konsum portionieren müssen, weil sie nicht mehr so ganz emotionslos daherkommen wollen, denn sie haben so ein bisschen das Gefühl, denen fehlt irgendwie so der siebte Sinn oder so und sie schieben es jetzt darauf, wieso haben wir den Krieg verloren? Wahrscheinlich, weil wir keine Emotionen haben, wir haben wohl zu viel Elex gefressen. Deswegen haben wir Agenten eingesetzt, die dafür sorgen, dass das Elex jetzt portioniert wird und du bist halt jemand, der sich dieser Gilde wieder anschließen kann. Und ganz neu haben wir drin die Morkons. Das ist so die dunkle Fraktion, die sich selbst kasteien, die an einen bösen Gott glauben, Ravak, ja, und solche Dinge passieren da. Richtig. Also, du irritierst mich immer, wenn du mich anguckst. So. Weißt du, es ist so, als würdest du sagen, was hast du da jetzt verraten? So. Jedes Mal, wenn du mich anguckst. Nee, ich denke dann immer... Ich finde, du solltest gar nicht zu ihr schauen und einfach alles verraten, Björn. Alle Geheimnisse raushauen. Dich gar nicht irritieren lassen. Einfach alles raus. Einfach raushauen, genau. Richtig, sehr schön. Ja, man könnte auch sagen, wir bringen alle zurück und bringen noch was Neues dazu. Genau. Gibt es denn auch Neuerungen grundlegend an der Rolle und Funktionalität von Fraktionen im Allgemeinen? Die Funktionen der Fraktionen im Allgemeinen ist ja so, dass man dort nicht nur Story erleben kann oder die Intention übernehmen kann oder ein Teil der Gemeinschaft sein kann, sondern auch deren Waffen und Ausrüstungen halt rankommt. Und jetzt haben wir halt 5, das ist schon mal die Besonderheit. Und man wird sich unterwegs irgendwann auch nochmal umentscheiden dürfen, ja. Nicht unbegrenzt, aber es gibt so, man macht eine Grundausbildung bei einer
großen. Und dann kann man sich nur entscheiden, ob man vielleicht hier die Karriere zu Ende macht oder nochmal wechselt, ne, mit gewissen Einschränkungen. Oder ob man auch mal gar keiner Gilde beitritt. Das haben wir auch oft als Wunsch auf unserem Zettel stehen gehabt, ja, dass die Leute gesagt haben, okay, ach, am Ende so wusste ich mich nicht so entscheiden. Und dann, wie geht denn die Hauptstory weiter? Ich muss mich anschließen. Haben wir jetzt mal versucht, mal Testballon, ja, Piranha-Beitspiel, ohne sich wirklich einer Gilde anschließen zu müssen. Aber ich glaube, die sind so attraktiv mittlerweile. Also wir finden die so geil. Ich glaube, die Wahl wird schwer. Ist es dann mehr so eine Notlösung mit der fraktionslosen Durchlauf, wo ihr sagt so, ah, das ist jetzt eigentlich nicht, wie wir wollen, dass ihr spielt, da gibt es auch weniger Content? Nee, ganz im Gegenteil, weil die meisten Spieler spielen tatsächlich so, dass sie exploiten und dass sie die ganze Welt leer spielen und sich dann erst entscheiden wollen und so. Und diesen Zeitpunkt für die, die halt sehr spät sich entscheiden wollen, den kannst du jetzt sehr weit bis hinten raus ausreizen und ja, wir haben sehr viel Liebe und Arbeit reingesteckt, tatsächlich diesen Weg auch zu einem richtigen, vollwertigen Weg zu machen. Und er ist keine Notlösung, sondern eher das Gegenteil. Ich glaube, er wird schon sehr attraktiv. Ihr habt außerdem eine eurer größten Neuerungen ist das Jetpack diesmal. Was hat das fürs eigentlich komplette Game Design bedeutet? Weil man ja eigentlich irgendwie alles umändern muss, wenn der Spieler auf einmal fliegen kann an Welten, Kämpfen, Gegnerdesign, sonst was. Was waren da die größten Herausforderungen, vielleicht auch Überraschungen, die ihr so beim Game Design erlebt habt? Ja und nein wäre die Antwort auf die erste Frage. Ich erkläre das. Also erstens, wir haben genau andersrum angefangen. Wir haben gedacht, wir hatten damals dieses Spiel, wo man diesen Iron Man fliegen konnte. Das war Lego Marvel Superheroes. Genau. Und das hat voll Bock gemacht, mit diesem Iron Man durch New York zu fliegen, so Manhattan, die ganze Stadt. Und dann haben wir gedacht, oh, das wäre doch voll cool, wenn man das mit unserem Spiel auch machen könnte. Du kannst einfach so irgendwie den steuern. Und dann haben wir das einfach super früh ins Spiel eingebaut, dass man das kann. Und das hat so viel Bock gemacht, dass wir es einfach gelassen haben. Und der Rest ergibt sich dann quasi daraus. Also erstens, wenn man so ein Feature hat, man darf generell bei so einem offenen Rollenspiel nicht davon ausgehen, dass der Spieler irgendetwas nicht hinkriegt. Also wenn irgendwo ein Monster ist und der will den unbedingt platt kriegen, dann kriegt er den auch platt. Wenn er irgendwo ein Berg ist und der will da hoch, dann kommt er da auch hoch. Also die Spieler sind so erfinderisch, Sachen hinzukriegen, die eigentlich nicht vorgesehen sind, irgendwo hinterzukommen, vorbeizurennen oder sonst irgendwas, dass das Jetpack eigentlich nur die Konsequenz davon ist. Das heißt, du kannst sowieso überall hin, wenn du willst. Und das Zweite ist, natürlich haben wir dann an dem Pacing gearbeitet. Das heißt, du musst sehr viel exploren und Items sammeln. Am Anfang kannst du halt ungefähr das, was man in Elex 1 konnte. Also es ist sowieso ein erweiterter Sprung. Und ja, dann später, wenn du genügend Zeugs für dein Jetpack gesammelt hast und das auch immer fleißig ausbaust, und das ist auch teuer, dann kommst du irgendwann dahin, dass der immer weiter und mehr Sachen damit machen kann. Und ich glaube, beim ersten Durchlauf brauchen die Spieler sehr, sehr lange. Und ich vermute, beim zweiten können sie es dann auch schneller, dann wissen sie ja, wo die Dinger liegen und dann mal gucken. Als du jetzt angefangen hast mit, wir hatten da so ein Spiel, wo man fliegen kann, dachte ich, kommt sie jetzt ernsthaft mit Anthem an? War Anthem eine Inspiration für Elex? Und dann war ich ganz begeistert, dass es tatsächlich irgendein Lego-Spiel war. Ja, das war andersrum. Großartig. Das war andersrum. Wir waren erst da und dann kam Anthem. Ist das Jetpack auch das Feature, wo ihr am stolzesten drauf seid in Elex? Oder ist das in Elex 2 oder ist das was anderes? Das Jetpack ist auf jeden Fall ganz weit vorne mit dabei. Vor allem der Flugkampf, der ist den Leuten hier, unseren Mitarbeitern, sehr gut gelungen, finde ich. Der macht super viel Spaß. Nahkampf zu machen gegen fliegende Monster, wenn man selber fliegt, finde ich total klasse. Und ja, was ist noch geil, dass wir überhaupt dieses ganze Konstrukt hinbekommen haben, dass die Welt so groß ist, dass die, dass diese Sachen mit den Gilden, die ich gerade erklärt habe, dass man tatsächlich so unterwegs auch nochmal umentscheiden kann, dass sehr viel freier ist jetzt auch und so und dass es wirklich fetten Unterschied macht, welcher Gilde man angehört am Ende des Tages. Ja, dass es die Kapitel jetzt sehr reichhaltig sind, dass man nicht mehr die Welt komplett leer spielen kann und dann ziemlich schnell in der Story vorankommt, sondern dass man da tatsächlich viel Substanz hat, dass das sehr groß ist. Es ist mal wieder das größte Spiel, was wir gemacht haben. Ja, sieht man allein schon an den Dialogzeilen. Die sind jetzt bei 350.000 Wörtern angelangt. Ja, also Wörtern.
die gesprochen worden sind und so weiter und so weiter. Das sind viele Dinge, auf die wir sehr stolz sind. Also mein persönlicher Liebling ist, dass wir jetzt endlich Kinder im Spiel haben. Das ist so ein, ja, so ein Atmosphäre-Ding. Die Welt, die fühlt sich einfach endlich etwas glaubwürdiger an, dadurch, dass wir es geschafft haben, Kinder-NPCs zu bauen und die dann auch irgendwo hin platzieren können und die können auch ja, laufen und reden, und das fand ich halt sehr großartig. Es gab bei Elex 1 auch ein wenig das Feedback manchmal, dass von all den Möglichkeiten Neueinsteiger vielleicht etwas überfordert sein könnten. Wie geht ihr bei Elex 2 mit Neueinsteigern um und auch mit Neueinsteigern, vielleicht, die das erste gar nicht gespielt haben? Also es ist immer so eine Diskrepanz, ne, zwischen dem, kenne ich schon, weiß ich schon, und dem, dass jemand kommt, der es überhaupt noch nicht kennt. Und ich glaube, wir haben eine ganz gute Brücke geschlagen zwischen Rückblenden, Flashbacks, die der Jax hat also im fortwährenden Spiel, und dem, dass neue Dinge erzählt werden und die Geschichte vorangetrieben wird. Ich glaube, wenn man den ersten Teil nicht kennt, kommt man trotzdem sehr gut zurecht mit dem zweiten. Das zweite ist, dass viele Leute es da draußen schwer fanden, also den ersten Teil. Und es gibt viele Leute, die fanden genau das super. Und das ist natürlich so eine Sache, dann überlegen wir uns, wie können wir damit umgehen. Das erste ist, wir haben tatsächlich jetzt mehr Schwierigkeitsgrade eingebaut. Das heißt, da kann man noch ein bisschen mehr wählen, was einem liegt. Und das zweite ist, dass wir gerade zu Beginn den roten Faden etwas stärker gelegt haben. Das heißt, die Spieler, die wollen, dass sie einfach irgendwo hinlaufen und dann mal gucken, was da hinten passiert, die können das selbstverständlich wie immer machen. Aber wer jetzt ein bisschen geführt werden möchte, der kann auch diesem roten Faden folgen und den Hauptquests folgen, und der kriegt dann vielleicht auch nicht ganz so schnell so hart auf die Mütze. Welche der beiden neuen spielbaren Fraktionen hat euch am meisten Spaß gemacht zu designen? Fragt ein User namens Gesetzestreu. Das ist immer die letzte, an der man gearbeitet hat. Das ist auch genauso wie, welches Spiel hat euch am meisten Spaß gemacht beim Arbeiten, oder worauf seid ihr am meisten stolz, ist immer das Letzte. Ja? Und ich weiß gar nicht, worauf ich jetzt das Letzte dran gearbeitet, bei den Morcons wahrscheinlich, ja. Ja, also ich finde das schwierig, weil ich habe an denen eigentlich gar nicht so viel gearbeitet, sondern die Kollegen. Und deswegen sind meine Lieblingsfraktionen eigentlich die anderen. Aber das Schöne ist, das kann sich ja auch jeder aussuchen. Kann man eine Beziehung zu einem Charakter aufbauen? Liebe? Fragezeichen, fragt die Maus. Bei Elex 1 hatte ich zwei Beziehungen eingebaut, und jetzt wird es noch mehr geben, eine weitere. Und das ist schon sehr viel Arbeit reingeflossen. Ich habe, was die Gefährten angeht, den Umfang pro Gefährte verdoppelt, ja, über den ganzen Spielfluss und so weiter, und habe das Ganze mehr eingebettet, auch mit in die Hauptstory und so weiter. Und das merkt man im Spiel auch an. Das ist viel reichhaltiger und sehr viel interessanter geworden, komplexer geworden, das Ganze. Und Beziehungen gehören auch mit dazu, ja. Dann wird gefragt, habt ihr grafisch viel überarbeitet, weil es überraschend viel besser aussieht? Also damit ist die Frage natürlich ein bisschen beantwortet, aber ihr könnt ja mal ein bisschen darüber reden, was ihr so im Detail alles gemacht habt an der Technik. Also wir haben uns entschieden, wieder ein Stück weit von den stilisierten mehr hinzugehen, irgendwie Texturen nochmal zu bearbeiten, ein bisschen mehr Leben, ein bisschen mehr in die Ecken zu gucken irgendwie, und haben wirklich eine sehr, sehr lange Polishing-Phase jetzt gerade, die auch noch andauert. Wir sind ja noch nicht fertig, und das tut dem Spiel extrem gut. Und das sieht man dann quasi auch an dem Spielmaterial. Das ist ganz cool. Wir haben aber auch vor allen Dingen an den Figuren, Lip-Sync wurde zum Beispiel gesagt, wir haben da eine neue Technologie, die heißt Faceware, ja. Und das ist total cool, das Feature, weil das sowohl in Deutschen als auch zum Beispiel in einer anderen Sprache tatsächlich fast lippensynchron funktioniert, und das bei allen Figuren. Das ist bei der Menge der NPCs tatsächlich fantastisch für uns, dass das klappt. Und wir haben alles Mögliche nochmal neu gemacht. Wir haben sehr coole neue Gegnermonster zum Beispiel designt, die richtig klasse aussehen, und die werdet ihr ja dann auch noch kennenlernen, und bestimmt eine Menge, was mir jetzt gerade nicht einfällt. Ja, apropos Gegner, es wird auch mehrfach gefragt, was ihr am Kampfsystem geändert habt und ob es tiefgründiger geworden ist.
Ja, es ist vor allen Dingen freier geworden. Also das Elex 1 Kampfsystem, das hatte ein paar starre Elemente, zum Beispiel das Kombosystem, und es war durch die Ausdauer sowieso schon recht hart, und es gab auch so einen Fokus-Lock, mit dem viele Leute nicht gut zurechtgekommen sind. Und das haben wir alles aufgeweicht. Also die Ausdauer an sich gibt es immer noch, aber du kannst quasi völlig frei entscheiden, wie die Figur mit der Waffe schlägt. Also beispielsweise, wenn du ein Mausträgerspieler bist, schlägt der recht schnell. Und wenn du lange drückst auf die Maus, dann holt er erstmal aus. Und wenn du loslässt, dann schlägt er erst zu. Das heißt, du kannst völlig frei kombinieren und Gegnern entgegenkommen, je nachdem, was die Gegner so können. Du kannst natürlich auch wieder blocken, Schilde benutzen, einen Shitload an Waffen finden. Und letztendlich kannst du natürlich auch im Jetpack den Kampf ausbauen und im Fliegen dann kämpfen lernen. Es fragt jemand, ob mit Magie was geändert wurde im zweiten Teil. Ja, eine ganze Menge auf jeden Fall. Man hat ja gerade mal diesen komischen Griff gesehen, den man, so einen Typen an sich ranzieht, und solche Dinge haben wir eingebaut. Also nur mal so ein Beispiel zu nennen. Wir haben das komplette System überarbeitet. Also das Kampfsystem ist so, zusammen mit dem Magiesystem ist ja eng verbandelt, ja, komplett überarbeitet worden. Das ist komplett neu. Es gibt auch den guten alten Feuerball, selbstverständlich, und Eiszauber und so weiter. Also eine ganze Menge. Ich würde sagen, so klassische Magie findet man tendenziell eher bei den Berserkern dann. Wir haben aber auch neue Sachen eingebaut, bei den Morkungs zum Beispiel. Da gibt es eher so fieses Zeug, die arbeiten nämlich mit Schmerz. Das heißt, hast du keinen Mana oder so, sondern wenn du da irgendwas machst, dann zieht dir das die Lebensenergie runter. Wir haben hier einen Star Wars-Fan im Chat, der fragt, jemals über Laserschwerter bei Elex nachgedacht? Ja, natürlich, klar. Und sowas Ähnliches haben wir auch, ja. Halt noch ein bisschen Metall drumherum, aber ja, Laserschwerter sind natürlich geil. War das Budget von Elex 2 durch den Erfolg von Elex 1 größer als bei bisherigen Piranha Bytes-Spielen? Und wenn ja, wie hat sich das ausgewirkt? Das kann ich so gar nicht beantworten, weil über Geld ist schwierig zu reden. Aber wir können sagen, dass Elex das erfolgreichste Spiel war, was wir je gemacht haben. Ne? So. Und dass wir in Elex 2 alles machen konnten, was wir selber uns vorgenommen haben. Und dass wir mit THQ Nordic einen starken Partner an unserer Seite haben, die uns das machen lassen, worauf wir Bock haben. Ja. Das ist cool. Auf jeden Fall. Ja. Gab es denn Dinge, wo ihr nach Elex 1 gesagt habt, da waren wir jetzt noch nicht ganz zufrieden damit, oder das hätten wir gern gemacht, aber ging nicht, dass ihr jetzt dann machen konntet? Ja, tonnenweise. Zum Beispiel Kinder, ne? Ja. Oder sowas. Also klar. Wir haben jetzt mehr Content in-game. Das heißt, ihr müsst euch das nicht so vorstellen, dass wir jetzt einen größeren Kontinent noch gebaut haben. Ich glaube, noch größere Landmasse brauchten wir nicht. Also wir hatten dann gedacht, lass mal ruhig die Größe ähnlich sein wie bei Elex, aber inhaltlich können wir mehrere Sachen reinbauen, und da haben wir uns drauf gestürzt. Das heißt, wir haben uns in vielen Bereichen fortgebildet und dann in den Bereichen dann auch mehr gemacht, insbesondere im Storytelling oder mehr verwobene Quests, die über die Spieldauer weiter hinweggehen und solche Geschichten. Hochhäuser. Wir haben Hochhäuser. Ich wollte mal Hochhäuser haben, ja, weil gerade so Fliegen und so und oben aufs Hochhaus und so, ja, haben wir auch eingebaut. Da sieht man auch gerade welche sogar. Ja, ne, sowas. Ja. Das sind so Dinge so, weil, Gothic und so aus der Zeit, ne, Hütten und vielleicht noch das Lager und so, und da kamen wir her und dann sind wir auch immer größer geworden und so. Ich wollte irgendwann mal eine große Stadt darstellen und das haben wir geschafft. Das freut mich auch, so eine geile Sache. Mhm. Ja.